Eine Hochzeit in der Show. Viele tolle Stars heute Abend. Und jetzt kommt wirklich eine ganz besondere Frau. Sie sagt selber, ich war die Stimme der Sehnsucht für das deutsche Publikum. 1961 hat ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte hier in Deutschland angefangen mit einem Lied, Weiße Rosen aus Athen, das sie dann weltberühmt gemacht hat. 50 Jahre ist das jetzt schon her und wir wollen heute dieses Jubiläum, 50 Jahre dieses wunderbaren Titels, gemeinsam mit ihr feiern. So eine Marathonkarriere, wie sie sie erlebt hat, die kann man ja wirklich kaum in Worte fassen. Wir versuchen es einfach mal in Zahlen, ja? 1500 Songs hat sie bisher gesungen. 300 goldene Platin- und Diamantschallplatten hat sie zu Hause. Und Achtung, eine Viertelmilliarde Schallplatten hat sie verkauft. Unglaublich. Seit 50 Jahren gehören Sie und Ihre Brille quasi zu unserem Leben. Sie ist die griechische Göttin der Musik. Herzlich willkommen, Nana Mouskouri. Ich weiß nicht, wie oft in Ihrem Leben Sie schon 50 weiße Rosen geschenkt bekommen haben oder überhaupt weiße Rosen. Aber das sind jetzt 50 weiße Rosen aus Braunschweig. Aus Braunschweig. Vielen, vielen Dank. Ich habe keine Worte zu danken. Ja, das ist sehr schön. Aber die stehen Ihnen gut. Also wirklich wahr. Sieht toll aus. Sieht toll aus. Das ist für mich eine Überraschung, wirklich nach 50 Jahren hier noch einmal in Deutschland mehr zu finden. Es ist wirklich sehr, sehr emotionell, wie heißt es? Yes. Ja. Ich will sehr
Emotional. Das, ja? Ja, ja. Okay. Ja. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und ja, ich weiß auch, dieses Jubiläum bedeutet Ihnen sehr, sehr viel. Ja? Ja, ich wollte wirklich feiern, ein bisschen. Ja. Das ist es, weil ich kann noch, so wie wir hatten entschieden, eine ganz spezielle Konzert in Berlin mal machen. Mhm. Weil Berlin war die Stadt, die erste Stadt, ich hatte gelandet in Deutschland und in den 60er Jahren, 61. Und ich meine, das Lied heißt in dieser Zeit, wenn du pfeifst, dreimal, ein Liebeslied. Aber ist geworden Weiße Rosen aus Athen. Und als Weiße Rosen aus Athen hat die ganze Welt gereist. Unglaublich. Bis heute. Ne? Unglaublich. Unglaublich, ja. Ein Glückstreffer, ne? Wie ihn sich jeder Künstler wünscht. So wir wollen wirklich etwas mehr ausmachen. So, wir machen einige Konzerte auch. Da freuen wir uns in Deutschland sehr, unbedingt. Ja, Sie sind immer, immer herzlich willkommen, Lana Muscovy. Vielen Dank. Ich glaube, die Entwicklung in den letzten Tagen, die dürfen wir auch in so einer Sendung. Wir sind zwar heute eine ganz fröhliche, unbeschwerte Samstagabendshow, aber wir sollten die nicht vergessen. In Ihrem Heimatland, in Griechenland. Was wünschen Sie im Moment Ihren Landsleuten? Das ist für mich sehr, sehr schwierig und ich bin sehr, sehr traurig, das ist wahr. Was ich wünsche, ist zuerst ein bisschen den Mut und Kraft zu finden, mit Weisheit zu denken und Gerechtigkeit zu finden und dass die können wirklich selbst eine Lösung, sehr gute Lösung. Wir müssen einsam allein diese Lösung zu finden. Wir können wirklich, wir können warten auf eine Hilfe. Das, was ist möglich, ist die Verantwortung zu nehmen und unsere Zukunft finden mit viel Hoffnung, ich hoffe. So, Weisheit ist eine gute Idee und auch Gerechtigkeit. So, wir können eine ehrlich Lösung zu finden. Das ist wirklich sehr wichtig. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß, Sie sind alle Fans von Lana Muscovy und Sie freuen sich sicher, wenn ich Ihnen sage, dass sie jetzt noch bei uns bleibt. Ich nehme ihr die Blümchen noch mal ab, aber nur in treue Verwahrung. Ja, die gibt es gleich wieder, denn sie singt jetzt für uns noch einmal. Ich darf Sie schon hinüber auf die Bühne bitten. Und zwar ein wunderschönes Lied, eins der beliebtesten Kirchenlieder der Welt. In den 70er Jahren hat es dieses Lied sogar ganz nach oben in die Charts, in die britischen Charts geschafft. Unglaublich. Die Rede ist von Amazing Grace. Genießen Sie es. Hier ist nochmal Lana Muscovy. Saved a wretch like me.
der großartigen Nana Muscuri. Vielen, vielen Dank.